Heute gibt es mal eine ungewöhnliche Nachspeise und zwar Basilikum, Balsamico-Essig, Erdbeeren und eine Kugel Vanilleeis. Und diese ganze Kombination ist super lecker. Bleibt dran! Die Erdbeeren waschen, abtrocknen, putzen und halbieren oder vierteln. Mit Puderzucker überstreuen und etwas wirklich guten Balsamico zugeben. Nicht zu viel. Die Qualität des Balsamicos ist hier wirklich entscheidend. Den billigen vom Discounter könnt ihr absolut vergessen. Ihr seht, wie dickflüssig der Balsamico aus der Flasche kommt. Noch ein ganz klein wenig Fleur de Sel dazu. Dann Basilikum grob schneiden und unterrühren. Alles zusammen mit einer Kugel Vanilleeis anrichten. Die Kombination von Erdbeeren mit ein bisschen Zucker, Balsamico-Essig, ein bisschen Basilikum und dann dem Vanilleeis. Das ist wirklich sensationell. Ich habe das erste Mal gegessen bei Steffen Sonnenwald bei D-Max Fish & Fun zusammen mit Auwa. Und da fand ich das schon so super gut. Und das hier jetzt eben auch. Ich liebe es. Ungewöhnliche Kombination. Beim ersten Mal habe ich auch gedacht, kann man sowas essen? Aber ich finde es einfach richtig gut. Bleibt dran, bleibt mir gewogen, gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.